Ich musste dafür Worte finden, denn diese Dinge sind uns so nah, wir haben gar keine Worte dafür, obwohl es so wichtig ist. Bindung ist genau dieser Punkt. Das erste ist Sammeln. Ich erkläre das. Das zweite ist Überbrücken, was wir tun müssen. Und das dritte ist Vermitteln. Also ich musste ihnen eine neue Bedeutung geben. Aber es war mir wichtig, ganz normale Worte dafür zu finden, auch Worte, die übersetzbar sind. Diese sind grundlegende Bindungspraktiken in jeder Kultur. Wir alle kennen sie, aber ich schlage vor, dass wir das mit unseren Jugendlichen üben, dass wir da Programme und politische Maßnahmen machen, die dafür sorgen, dass das mit unseren Jugendlichen geschieht. Dies ist die Essenz dessen, was wir tun müssen. Zunächst beschreibe ich Sammeln, das ist ganz einfach. Sammeln bedeutet, die Bindungsinstinkte aktivieren. Bindung ist der stärkste Trieb, das stärkste Bedürfnis, die stärkste Kraft im Universum, die stärkste psychologische Kraft. Das bringt die Loyalitätsinstinkte raus, die Instinkte, es recht zu machen, Wertschätzung zu suchen. Das ist der Kontext, in dem wir eigentlich unsere Erziehungsarbeit als Eltern und Lehrer und Großeltern leisten sollen. Dieser Wunsch der Kinder ist, uns recht zu machen. Und diese Bindungstriebe der Jugendlichen müssen aktiviert werden, damit wir in der Lage sind, mit ihnen umzugehen und unsere Aufgabe zu erfüllen. Sie sind heute Abend hierher gekommen mit einem speziellen Plan. Sie hatten etwas vor. Zum Beispiel wollten Sie jemanden fragen, Sie wollten jemanden um einen Gefallen bitten, zum Beispiel, ob Sie mit ihm mitfahren können nach der Veranstaltung. Wenn das so ist, dann würden Sie nicht ihm einfach auf die Schulter tippen und sagen, kannst du mich mitnehmen danach? Sondern wir haben eine bestimmte Verhaltensweise, eine Bindungsverhaltensweise. Wir sind noch eine relativ intakte Kultur. Sie haben noch gute Manieren, jedenfalls viel besser als wir in Kanada oder der gesamten neuen Welt. Und wir würden also eine Art Ritual durchlaufen. Das Erste, was wir machen würden, ist, wir würden versuchen, Augenkontakt mit dieser Person, die wir um einen Gefallen bitten wollen, herzustellen. Wir würden versuchen, Augenkontakt herzustellen. Wir reden normalerweise nicht mit jemandem, der uns nicht anguckt. Also bevor wir ihn um einen Gefallen bitten, muss er uns angucken. Und wenn wir damit Probleme haben, und jedes Mal, wenn wir es versuchen, dann guckt er woanders hin oder guckt gerade woanders hin, dann haben wir ein Problem, dann können wir nicht weitermachen. Und wir stellen fest, wir können ihn nicht um einen Gefallen bitten oder irgendeine Maßnahme, ihn irgendwie zu beeinflussen, wenn wir seine Augen nicht haben. Also das Erste, was wir dann denken würde, stimmt was nicht zwischen uns? Wir würden in unserem Geist forschen, gab es da ein Problem, habe ich irgendwas Falsches gesagt, habe ich die Gefühle dieses Menschen verletzt, habe ich was vergessen. Aber mal angenommen, dass wir kriegen Augenkontakt, der andere guckt uns an, sehr gut. Aber jetzt brauchen wir in den Augen, ob da eine Einladung da ist, uns ihm zu nähern. Das ist eine ganz wichtige Einladung, die wir haben als Menschen. Es geht da nur um Bindung. Bin ich eingeladen, jetzt in der Gegenwart dieser Person zu sein? Selbst ein 4 Monate altes Baby kann uns das sagen. Es kann mit seinen Augen sagen, ich will nicht, dass du hier bist, ich will nicht, dass du näher kommst. Verzieh dich. Also wir gucken und die Augen sagen uns das und wenn die vermitteln uns das. Und das ist so ein kleines Öffnen, das ist fast nicht wahrnehmbar, aber wir sind alle ganz sensibel dafür. Wir sehen, was es ist und normalerweise kommt ein Lächeln dazu. Und weil wir mit einem Lächeln dazu sind, also wir sollen diesen Versuch, diesen Prozess beeinflussen, indem wir selber lächeln. Also wir versuchen anzugucken und zu lächeln. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir etwas zu sagen, was denjenigen zum Lächeln bringt. Wenn wir mit Babys haben, dann machen wir alle möglichen Verrenkungen. Solange niemand zuguckt, sind wir da sehr schöpferisch, damit das Baby uns anlächelt. Und es fühlt sich so schön an, wenn es dann wirklich lächelt. Und intuitiv aktivieren wir die Bindung. Wir erschaffen eine funktionierende Bindung. Wir aktivieren die Bindungsinstinkte. Also wenn das Kind 1,5 Jahre alt ist und schon sprechen kann, wenn man dann also das nur mal als Beispiel genannt, wir haben also die Augen, das Lächeln, aber wir fragen den anderen immer noch nicht,
ob er uns mitnehmen kann. Nicht, wenn wir da sehr intuitiv sind und gute Manieren haben in Bezug auf Bindungen. Es gibt noch etwas Drittes. Wir versuchen, ein Nicken zu kriegen. Necken ist ein Zeichen für Zustimmung. Das ist sehr gut, denn wir wollen ja auch, dass er bei unserer Frage zustimmt. Also wir fangen an zu nicken und wir sagen lauter Sachen, wo sie nicken können. Ach, du hast heute dein rotes Kleid an, wenn wir mit Kindern sind. Und wenn wir mit Erwachsenen reden, sagen wir, ach, wir haben heute, es ist ja sehr sonnig oder es ist Nebel oder es wird jetzt kälter oder es ist wunderbar und ja, und im äußeren Bezirk hat es schon ein bisschen geschneit. Wir sagen ganz lächerliche Sachen, die jeder weiß. Es liegt nicht daran, dass wir Idioten sind, sondern wir wollen die anderen zum Nicken bringen. Ja? Verstehen Sie? Und die Politiker unter Ihnen sind nur deswegen Politiker, weil sie das ganz gut drauf haben. Immer, wenn wir rumgehen, wir kriegen Augenkontakt und lächeln und nicken. Und das tun wir intuitiv, wunderbar, können wir das und so weiter. Was tun wir? Wir aktivieren die Bindungsinstinkte anderer. Wir folgen nur denen, an die wir gebunden sind. Leitungsführerschaft hat damit zu tun mit Bindungsinstinkten. Wenn man das nicht drauf hat, dann kann man das nicht machen. Dann kriegt man keine Gefolgschaft. Also, wir wollen ja immer noch denjenigen um einen Gefallen drücken. Also, wir haben die Augen, das Lächeln, das Nicken. Und ja, er nickt, findet das Wetter auch gut. Und wenn man dann gut damit ist, während er noch darüber nickt, wie schön das Wetter ist, sagen wir, ich muss dich um einen Gefallen bitten, kannst du mich da und da mit hinnehmen? Und sie nicken ja sowieso schon. Also, wir haben bereits die Bindungsinstinkte aktiviert. Also, ein intuitiver Verkäufer arbeitet genauso. Denn es kann nur so funktionieren, das ist die eigene, einzige Art. Wir wollen nur brav sein und es recht machen denjenigen, an die wir gebunden sind. Und nur dann bewegen uns unsere Bindungsinstinkte dafür, dass es für andere funktioniert, dass wir uns auf ihre Seite stellen, dass wir ihren Erwartungen entsprechen wollen und all diese Dinge. Wir sind Bindungsgeschöpfe und das sind unsere Bindungsmanieren. Wenn das für eine Freundschaft gilt, also wie viel mehr gilt das dann noch für unsere Kinder? Aber bei unseren Kindern sind wir zu einem rollenbasierten Konstrukt übergegangen. Ich sagte das, denn ich bin dein Vater, anstatt ich möchte, dass mein Kind es gerne den Tisch decken soll. Also ich versuche, seine Augen zu kriegen, sein Lächeln und sein Nicken. Und dann bitte ich es, ob es den Tisch deckt. Verstehen Sie, was ich meine? Das würde ein ganzes Zuhause vollkommen verwandeln. Warum? Weil wir die Bindungsinstinkte aktivieren würden, automatisch, wenn wir das tun, ernten wir die Kraft, die Macht der Bindung in dieser Weise. Das Problem ist, wir verlieren unsere Jugendlichen, weil wir sie nicht sammeln. Wenn ich mit Eltern rede und ich rede mit ganz vielen und mit einem Lehrer nach dem anderen rede ich und sie sagen alle, ja, also wie kann ich mein Kind dazu kriegen, dass es das und das tut und dies und das und jenes. Also, und ich sage dann immer, solange man, kann man, gucken Sie dich denn an und lächeln Sie und nicken Sie, oh nee, das ist schon Jahre her. Das heißt, wir haben hier ein Beziehungsproblem. Es ist nicht so geplant, dass wir mit denen umgehen sollen, die wir nicht sammeln können. Wir müssen sie zuerst sammeln. Und es ist die beste Investition immer, einen Weg zu finden, unsere Kinder und Jugendlichen wieder zu sammeln. Und zwar jeden Tag, morgens, wenn sie aufwachen. Augen, lächeln und nicken. Nicht schon gleich als alle, nicht um sie zu manipulieren, damit sie das tun, was wir wollen. Dafür sind sie viel zu klug. Sondern wir müssen das tun, um die Beziehung aufzubauen, um den Kontext herzustellen. Und weil wir sie einladen, sich an unserem Tisch zu sättigen, weil wir die Antwort für ihre Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Wertschätzung sind, sind wir das Beste, was ihnen passieren kann. In Bezug auf Kontakt und Nähe, wir müssen ihre Ressource sein und sonst ist es für sie zu viel, sonst wollen sie das gar nicht, sie wollen es uns dann nicht recht machen. Wenn sie ihre Bedürfnisse untereinander versuchen zu kriegen, werden sie immer mehr verletzt und sie
kommen in eine Verletzlichkeit, die unerträglich ist, und dann müssen sie sich panzern dagegen, und dann haben wir sie ganz verloren. Also, wir müssen sie sammeln. Das ist ganz einfach, es ist nicht immer leicht, aber im Prinzip ist es total einfach. Wir müssen also die Augen, ein Lächeln und ein Nicken sammeln, nur um die Bindung zu aktivieren. Das ist der einzige Grund dafür. So bauen wir die Bindung auf, wir erschaffen den Kontext für die Beziehung. Aber wir sind nicht darauf angelegt, mit unseren Kindern, unseren Jugendlichen umzugehen und mit ihnen fertig zu werden, wenn wir sie nicht sammeln können. Und die gesamten Erziehungsprogramme und die Unterweisung in der Welt und Unterricht, alles das, wenn ein Lehrer nicht seine Schüler sammelt, kann sie nicht unterrichten. Wenn er nicht ihr Augen, ihr Lächeln und ihr Nicken kriegt, um sie zu aktivieren, hat er keinen Einfluss auf sie. Sie können nicht von ihm lernen. Denn Kontext ist viel wichtiger als der Inhalt. Und wir verlieren diesen Kontext bei unseren Kindern. Zweitens, überbrücken. Wenn wir sie einmal gesammelt haben, ihre Bindungsinstinkte aktiviert haben durch das Sammeln, wenn wir also eine Beziehung hergestellt haben, wenn wir eine funktionierende Beziehung haben, dann müssen wir sie bewahren. Wie machen wir das? Das ist wiederum so einfach, dass wir es übersehen haben. So einfach. Das zweite, häufigste Verhaltensweise in einer Kultur, die erste ist Sammeln bei der Begrüßung. Also das Begrüßungsritual, das ist genau das, was ich beschrieben habe, Augen, Lächeln, Nicken. Dieses Begrüßungsritual gibt es in jeder Kultur, es ist absolut essentiell. Manche Kulturen können überhaupt nichts machen, bevor das nicht passiert ist, mit den Augen und Lächeln und Nicken. In der neuen Welt haben wir da unsere Manieren verloren. Wir sind sehr materialistisch und die Business-Regeln sind wichtiger und Business-Geschäfte herrschen anstatt Beziehungen. Und wir Kanadier sind bekannt, dass wenn wir anstehen beim Bäcker, sagen wir Entschuldigung. Wir entschuldigen uns für unsere Existenz. Entschuldigung. Und dann sagen wir, was wir wollen. Ich möchte gerne das, ich möchte gerne das. Gibst du mir bitte jenes oder geben Sie mir bitte jenes? Das ist absolut barbarisch. Wir leben ja eigentlich in einer Zivilisation, wo man weiß, dass man Augen, Lächeln und Nicken braucht. Sonst kriegt man den schlechten Fisch, man kriegt den alten Käse und Leute machen Dienst nach Vorschrift. Wir brauchen das, aber unsere Adoleszenten brauchen es mehr als jemals zuvor. Sie brauchen es mehr als jemals zuvor von uns. Das heißt, wir brauchen diese Bindungsmanieren. Also das Begrüßungsritual ist die erste Praxis, die wir haben. Das zweite ist das Überbrückungsritual, also das Auf-Wiedersehen-Ritual.